Na, da seid ihr ja wieder und willkommen zu einem weiteren Part von Tales of Berseria. Wir finden uns jetzt hier vor der letzten Stufe, wo wir noch richtig kämpfen müssen und dann haben wir es geschafft. Ich war jetzt übrigens mal kurz im Laden gewesen, habe meine Items nachgeladen, also wir können wieder... Wow, hi! Hi! Also... Weil ich jetzt ein paar verpasst haben, kurz Resümee, wir waren jetzt in Stufe 5 gewesen, haben dort also jetzt nicht groß gekämpft, sondern sind gleich direkt zum Boss rübergegangen. Und ich glaube, die Entscheidung war sogar die beste, die ich je gemacht habe, weil ernsthaft. Ah, jetzt kommt wieder in den Flammen, das Spiel. Scheiße. Okay, muss noch einmal laden, damit ich kann. Wir vergessen es gleich mal ganz flott. Sie können zwar alle Mystic Arts benutzen, aber bringt nichts. Wir vergessen es ganz schnell wieder. Wir haben auseinandergenommen. Ist nicht schlimm, wir kommen genau da wieder, wo wir aufgehört haben. Eigentlich ist es nur... We come back. Ich kenne auch Tisteria! Nein, wie geht's denn so? So. Hab dich. Und Attacke. Mann, der Gegner geht mir auf den Nerven. Ja. Na, uns kann man keine Angst mehr machen. Komm. Das wird noch dauern, bis wir rauskommen aus dem Kampf. Denn die haben alle Level 120. Alles klar. Alles klar, Spiel. So. Jetzt hab ich dich. Alter, dass die Level 120 sind. Alles klar. Die übertreiben langsam mal so richtig hier. Vor allem in der letzten Etage. Die jetzt wahrscheinlich auch die längste sein wird. Wir werden uns in diesem Part versuchen, wir es gehen, bis zum Boss zu kommen. Der sechsten Etage. Und da machen wir dann Part Ende. Wir machen also diesen Part nicht den Boss der sechsten Etage. Ich mach schnell weg, weil er sieht dann mit dem nächsten. Weil dann kann ich mich gleich als Ende machen davon. Und dann, ja. Können wir auch Kleider mit Phönix dann umbringen. Weil dann sind wir wirklich für Phönix stark, klar. Dann will ich sehen, wie Phönix mich doch platt macht. Wir haben Phönix ja auch nicht mit unserem Super Equip angegriffen. Sondern wir sind mit einem anderen Equip hereingegangen, also mit dem Schwächeren. Also jetzt. Räumen wir auf. Ich hatte mal ein Platin-Zeug, ist eh das Beste hier im Spiel irgendwie. Also ich habe jetzt echt das beste Equip hier. Kommt her. Mann, das dauert ja ewig hier.
will nie auf Ease gehen, aber... ja, also ich will jetzt nicht Schwierigkeitsstufe leicht reinhauen, aber ein bisschen übertrieben wird jetzt hier. Aber wirklich nicht irgendwie, es wird richtig übertrieben hier. Ich erwarte viel XP dafür, allein für so einen Kampf. Wo ich teilweise Gegner vor mir habe, die echt... was dem Abnormalität angeht, richtig extrem sind. Komm her. Das ist doch nicht mehr normal, was hier abgeht. Müssen einfach nur durchkommen. Naja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir versuchen es einfach mal. Oder zumindest einen fordern wir mal raus. Der wenigstens mal überhaupt noch mal, was die alle können. Bevor wir... wenn wir auch wissen, wie wir vorgehen, wenn wir dann die halt als Gegner haben. In den... Mini-Runden. Bis dahin würde ich erstmal keine MAs benutzen. Ich habe auch ein bisschen Geld ausgegeben, um ein paar Arkane Tränke einzusacken. Das ist für die nächste Bossrunde. Oh, die haben echt was drauf. Wow, mit einem HP habe ich jetzt gerade den viel richtig hier gezeigt, wer der Chef ist. Na. Na komm. Und? Ja. Wenn wir's. Aber wir müssen erstmal wieder überteilen kommen. Wie macht das wie das? Heißen kann ich in Ruhe arbeiten. Oder man hilft mir. Komm her. Der ist raus. Nur noch du. Du bist raus. Okay, Rocco muss nochmal drauf drehen aufs Gas und mit einem Mystic Art alles beenden. Okay, wer ist jetzt der Level 86? Wir gehen einfach weiter. Oh Gott. Wir kommen raus hier. Eins. Zwei. Wenn die noch nicht auf mich gelenkt sind, drei. Halt durch. Vier. Die sind alle raus. Nur noch hier raus, hier aus der Scheiße. Warum ist da diese Barriere?
Die war bestimmt mit Absicht da, um mich zu blockieren. Aber hat man sie einmal ausgelöst, ist sie weg. Und dank des Boards können wir uns ja sehr schnell bewegen. Oh. Das ist eine Höllenort hier. Verdammt, wir werden sterben. Scorpion! Das ist schlecht. Jetzt bin ich erstmal wieder am Arsch. Komm. Ich krieg keine Seelen zusammen. Der verteilt sich dauernd. Komm. Ich vergesse es gleich. Die machen mich kalt. Yep, die machen mich jetzt richtig kalt. Komm. Verdammt. Ich kann nicht viel machen. Ich muss zuschauen. Oder weil die nur eine Seele haben, kann ich dir nichts abziehen. So. Na komm her. Wieso? Ja. Das werden wir schaffen, ey. Ohne drei Seelen bringt uns nichts. Ist echt. Naja, wir kriegen auch andere Kombinationen, wenn jetzt die Krebse kommen. Komm. Der verteilt sich ja nur. Wo ist der? Mann, ey. Wir haben's.
Das war wirklich das Problem. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Ja, so ist es etwas weniger Rede, aber das geht mir einfach auf die Nerven. Kann man bestimmt verstehen, oder? Und da ist die Flamme. Jetzt müssen wir zuerst die Katz finden. So. Denn ohne die Katz legen wir nicht los. Mit der Vernichtungsarbeit. Es gibt insgesamt 5 zu vernichten. Wir gehen den Geschoss jetzt hoch. Und dann darauf. Hier ist irgendwo die Katz. Hier ist eine Truhe. Aber hier ist auch die Katz in der... Irgendwann an dieser Stelle. Oder war es weiter hinten? Ist hier irgendwo... Wo ist die Katz? Das ist nur das Portal, um rauszukommen. Die Katze muss hier sein. Wo soll ich sonst sein? Oder schau mal ganz kurz nach. Kurz Moment, bist du kurz mal mit dem Screen Bekanntschaft machen? So, bin wieder zurück. Katz ist da irgendwo. Die ist irgendwo da hinten. Das Kreuz ist ja dort. Okay, hier ist es. Da ist die Katz. Okay. Da ist auf jeden Fall der nächste Effekt, der dritte. Und der vierte. Jetzt haben wir schnell, weil wir jetzt hier mit anfangen, mit dem Effekt zu arbeiten. Das wird jetzt ein harter Kampf. Denn wir wissen ja nicht, wie stark die jetzt wirklich sein werden. Und by the way, ich sehe bestimmte Sachen nicht mehr hier. So, jetzt sehe ich wieder was. Ich habe meine Zeit nicht mehr. Ja, muss man halt wieder anmachen und jetzt sehe ich wieder was. Die Möglichkeit jetzt zu kämpfen. Ich würde sagen, legen wir los. Hä? Ich hab mich verteidigt, was willst du von mir? Die Seele! Das werde ich nicht schaffen. Das wird auf dem Game Over hinauslaufen. Um das zu gewinnen, brauche ich mehr als nur Kraft.
Mann, ich erwische die nicht. Die verteilen sich vor allem. Die haben... Den will ich jetzt anvisieren. Man macht mich fertig einfach. Ich kann mich nicht verteidigen gegen die. Das ist kaum schaffbar, was die ja verlangen. Direkt. Wie soll ich mich verteidigen? Ich kann mich gar nicht verteidigen, weil ich gar keine Seelen bekomme. Das ist ja unfair, was die abziehen. Ich mach bald auf easy, da sag ich euch. Einfach mal ausnahmsweise mal hier. Selbst auf einfach werden die wahrscheinlich nicht gerade schwach sein, wenn die auch viel drauf haben. Ich werde mich immer wieder beleben. Ich lasse einfach jetzt kommen. Ich lasse jetzt einfach kommen. Nein. Laden. Schnell speichern. Reloaden. Ich weiß beim einmal für diesen Move jetzt hassen, den ich jetzt hier hinlege, aber einmal machen wir es einfach mal. Nur um das hier einfach mal ein bisschen anders mal zu gestalten. Ich vermute mal, eine andere Wahl haben wir jetzt nicht mehr. Mit der Stärke, die wir jetzt hier erreichen können, bis ich da so stark bin, um es mit denen aufzunehmen. Ich mache jetzt hier keine Tagesarbeit. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen im Wohlauf zu tun. Ich habe gestern mich den ganzen Abend bis Mitternacht daran gesessen, um bis Stufe 4 zu kommen. Das Spiel mache ich nicht nochmal mit hier, Stufe 6 jetzt. Und wenn es die letzte Stufe ist, ich will es nicht jetzt hier zu Ende bringen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach auf diese Maßnahme. Bitte verzeiht mir einfach mal den Move jetzt. Das ist trotzdem noch eine Worthy Challenge, weil wir immer noch nicht 90er sind. Ah, und einfach gibt's keinen Elementschaden. Das Spiel fängt schon an zu lecken. Ich habe so eine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil wieder zu viele Objekte aktiv sind im Spiel. Das Spiel kann sie verarbeiten und wir sehen jetzt genau, was rauskommt. Genau dieser Scheiß. Was bedeutet das für uns? Wir müssen das Spiel, ich muss das Spiel gar ausschalten und neu starten. Aber bevor ich das mache, beende ich die ganze Aktion hier. Alter, die sind echt eine richtig harte Nuss hier, die Käfer. Nur dass wir 120 schon haben im Normal. Ich will nicht wissen, was die auf den höheren Stufen haben. Vor allem Level 2 ist das höchste, was geht im Spiel. Jetzt wisst ihr, Level 2 ist das höchste, was das Spiel hat. So. Wir machen es einfach jetzt nur bis zum Boss bringen, also wir sind damit nur bis zum Boss kommen. Was dann den Boss, den Drachen mache ich auch auf normal fertig. Wenn es Sakura kann ich auch dort umschalten, aber den Boss will ich schon auf normal besiegen. Wenigstens weiß ich nicht, was ich drauf habe, aber hier machen wir einfach mal die Ausnahme.
Nur dann komm. Komm schon. Wer betäubt? Der betäubt sich nicht. Na danke, Englisch. Nur dann gerade noch geht's. Also alles klar, Spiel. Man soll es gegen was anderes einsetzen und nicht gegen den. Hilfe wäre angesagt. Ich mach's einfach mal. Na komm. Komm. Yeah. Komm. Jetzt hab ich dich. Ich hab dich da. Komm. Ich hab dich. Okay. Jetzt geht's los. Jetzt geht das ganze Spiel los. Wir sind da hoch. Aber schaffen ist die andere Frage. Weil es klettern dauert schon eine Weile. So, sind wir geladen? Nein, sind wir nicht. Wir machen das noch durch. Das ist die Flamme. Ich kann nichts geben. Ich habe einfach keine Seelen. Jetzt habe ich Seelen. Na los. Das war ein knappes Spiel. Komm. Ich krieg den nicht betäubt. Nur krieg ich Seelen. Ich will nichts. Ich will nur im Runde beschäftigt sein. Weil die Gegner so eine harte Nuss sind. Für einfach geht's jetzt nicht. Jetzt müssen wir es eigentlich schaffen. Aber die haben eine harte Verteidigung. Komm her. Mann, der ist der Harte. Komm.
Den habe ich verpasst. Da habe ich dich. Verdammt, ich werde sterben. Wir schaffen das nicht. Wir müssen ja 3 Millionen pro Gegner verbrauchen, aber wir brauchen mehr. Weil die echt hart sind. Komm. Und Zerstörung. Das war's. Der nächste. Ich hoffe, es sind nur. Es sind höchstens 3 bis 4. Dann hätten wir eine Chance. Und das sieht schlecht aus. Mit Gearbot haben wir einen kleinen Vorteil. Aber nur einen kleinen. Jetzt wird's echt eine knappe Kiste hier. Wir sind zwar jetzt ganz schön gut schnell dran, aber nicht schnell genug. Schnell Velvet hoch mit dir. Ja, das wird knapp. Das wird sehr knapp. Ich habe mir schon mal so langsam Sorgen hier. Schnell kleiden. Halte dir kurz ab. Ja, aber Eisen protect mich etwas. Damit könnte ich jetzt versuchen, die Flucht zu ergreifen. Der kommt jetzt echt ungelegen hier. Da will ich hin. Komm. Komm her. Alter. Das ist Mist jetzt. Jetzt sind wir richtig am Arsch. Komm. Ja, wir haben es wieder. Komm. Danke, Eleanor. Beende es. Wir werden zusammenarbeiten, dass wir den hier platt kriegen. Der ist halt down. Der ist auf einfaches, sind die Hardcore wie Sau. Ja, komm. Beenden wir's. Das war's. It was a close one. Die Truhe nehmen wir mit. Schnell, weg hier. Verdammte Treppen. Die machen mir echt jetzt das Leben zur Hölle. Ich glaube, die letzten sind im letzten Abschnitt, oben. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht so viele mehr haben. Denn dann wäre das noch schaffbar.
So. Kochen. Da ist einer. Schnappen wir uns. Komm! Kommt her! Attacke! Ja, wir haben noch mehr! Jetzt kann es klappen! Komm. Ja. Welcher ist es? Na, der. Verdammt, ich hab den Pheromos nicht gekriegt. Jetzt alle drauf. Jetzt gehen alle drauf. Den lassen wir immerhin kommen. Der ist raus. Wir sind fertig. Wir haben es geschafft. Das heißt, jetzt steht uns das bevor. Der Boss. Ich hoffe, ich werde das schaffen. Nächstes Part werden wir uns dem vorknöpfen. Kommentar werden nicht vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin. Und Emerald Control.